Against the Storm geht weiter und wir haben noch einiges zu tun. Hälfte haben wir bereits geschafft, aber wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir schicken noch mal ein paar Baumaterialien an die Königin, bekommen Wildfeueressenz, Lehm und Lederbündel und einmal Gnade der Königin dazu. Sehr schön. Sinkt ihre Ungeduld und wir kommen hier dem Ziel etwas näher. Feindseligkeit des Waldes ist auf Stufe 1 und wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier noch den Rest erledigen müssen. Deshalb will ich mir einmal anschauen mit euch gemeinsam Luxusgüter. Ich lasse mal die Spielgeschwindigkeit weiterlaufen. Luxusgüter und Proviantpakete, dass wir die vielleicht mal nebenbei mitmachen. Zum Beispiel hier die Proviantpakete. Wir brauchen wie viele Proviantpakete? 5. Also sagen wir mal, Kräuter haben wir ja einiges, beziehungsweise wir könnten auch anderes nutzen. Wir sagen mal, 6 Proviantpakete dürft ihr hier mit produzieren. Ja, habe ich alles richtig gemacht? Ja, 6. Dann hätten wir das hier schon erfüllt. An 3 Lichtungen müssen wir erkunden, das gucken wir uns jetzt mal als nächstes an. Und Verstecke müssen geöffnet werden. 3 Lichtungen. Gibt es denn hier Lichtungen mit Verstecken? Bei den kleinen Lichtungen, hier gibt es einen kleinen Lagerplatz. Ist ein kleiner Lagerplatz ein Versteck? Ist ein Lagerplatz ein Versteck? Aufgegebene Verstecke beliebiger Größe. Lagerplätze sind keine Verstecke. Hier ist ein kleiner Lagerplatz. Das heißt, hier, das sollten wir erkunden. Wo ist unser Holzfäller? Hier gleich hier hin. Gehen wir mal als erstes hier hin. Ist noch eine kleine Lichtung, da passiert nichts. Da haben wir dann, also ein Bürger wird sterben, aber Schwund ist ja immer. Das wäre dann Nummer 2. Und Seemark vorkommen. Großes aufgegebenes Versteck. Fischmenschenhöhle. Nicht etwas aufgegebenes Versteck. Danach könnten wir hier hingehen vielleicht. Da haben wir hier auch noch ein bisschen Bauplatz. Da können wir dann hier alles schön abreißen. Ist unser Holzfäller hier soweit durch? Ach, es geht. Wir schicken ihn mal hier rüber. Bald dran hin und sagen hier bitte auch nochmal erkunden. Das sind dann 2 von 3 Lichtungen gewesen. Die ist ein bisschen gefährlich, eine dampfende Maschine. Aber dafür gibt es dort auch einen Tischler. Nährböden finde ich immer gut. Flachsbild wird uns helfen. Und Schlammmuschelbrutmutter ist auch okay. Und dann noch die Luxusgüterpakete. Die können wir wo bauen? Luxusgüterpakete. In der Tischlerei, ja, ah ja, das könnten wir mal machen und wir brauchen wie viele? 8. Das machen wir doch sofort. Gehen wieder hier rein, Luxus, einmal das Anknipsen, wir sagen mal 10 und mit dem Wein, den wir haben, sollte das kein Problem sein. Das wird jetzt also quasi nebenbei mit produziert. Okay, haben wir uns darum gekümmert. Es ist schon wieder Sturm. Es gehen alle runter. Aber es waren eh alle unter der Reputationsschwelle. Das ist jetzt okay. Sollten wir durchkommen. Macht uns nichts aus. Ab Stufe 2 sieht das schon anders aus. Dann haben wir hier ein paar negative Effekte. Zum Beispiel, dass die sich deutlich langsamer bewegen, die Leute. Das möchte ich eigentlich vermeiden. Hier haben wir alles, ich sag mal, geschützt durch unseren Wohnraum, aber naja. Wie immer, Sturm mag ich nicht. Bitte schneller, liebe Leute. Können wir noch irgendwo einen einsetzen? Ja, hier vielleicht noch eine Echse im Trocknen. Ziegelei produziert auch fleißig weiter. Sehr schön. Jetzt bin ich gespannt, ab wann wir hier mal die Tücher haben. Die bauen schon. Das sollte dann hier gleich einen ordentlichen Boost geben. Bei den Menschen und bei den Bibern.
Beide mögen sie nämlich Kleidung ganz gerne. So, der alte Fahrlof ist angekommen. Pünktlich. Oh, wie schön. Pünktlich zur königlichen Unterstützung. Die wir auch jetzt haben. Und dann gucken wir uns mal, was wir uns einhandeln können. Wir wollten Werkzeuge haben. Wie viele Werkzeuge brauchten wir, um hier noch was aufzubrechen? Ein kleines Versteck. 12. 12 brauchen wir dafür. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Einmal 12 bitte. Und dann mal gucken, was hat er noch? Wir könnten Tücher uns holen. Nehmen wir. Ja, alles verkauft. Oh. Das ist ja richtig teuer. Gibt es hier was Cooleres? Das hat der Regenkollektor sogar. Wow. Ja, was machen wir denn da? Wie kommen wir da hin? Eine uralte Tafel. Müssen wir, glaube ich, nicht mehr verschicken, oder? Ja, alles. Wir können uns auch erstmal noch einen Grundstein aussuchen. Bevor wir handeln, vielleicht finden wir da noch was Cooles. Deine Bewohner haben viel Elend erlebt. Plus 10% Dorfwohnergeschwindigkeit, 1 allgemeine Geschlossenheit. Was ist denn das zu verstehen? Sieht irgendwie positiv aus. Sicherer Perimeter. Durch Sicherung der tödlichsten Winkel wird der Wald wesentlich weniger furchterregend. Jede entdeckte verbotene Lichtung verringert die durch die gefährliche verbotene Lichtung erhaltene Feindseligkeit um 3. Ist mir zu kompliziert. Arbeitssicherheit. Je Dorfbewohner mit erfülltem Bildungsbedürfnis haben wir nicht. Dann nehmen wir den Überlebenszusammenhalt. So. Den Bernstein hätten wir auch nehmen können, ist richtig. Aber ich hoffe mal, dass wir das mit den 12 Werkzeugen auch so hinbekommen. Ja, richtig teuer hier, sagt man. Also, alles geben. Teile könnten wir auch ausgeben. Die Tafel noch geben. Ja, die Tafel war richtig viel wert. Und was geben wir ihm noch? Harz, Seemark. Bretter, Lehm, ja, Ziegel können, haben wir doch eigentlich eher gesagt zum Verkaufen, ne? 15 Ziegel mit, die können wir ja ganz gut nachproduzieren. Ach, reicht noch nicht ganz. Seemark ist auch viel wert. Stimmt. Ist mein Joker immer bei diesen Sturmereignissen. Vielleicht nehmen wir denn die Seemark. Ja, 60. Machen wir es mal so. Ja, einmal handeln. Ja, schön. Das heißt aber auch, dass wir jetzt einen hinschicken können. Und wir zur Zitadelle senden können. Dadurch bekommen wir noch eine Reputation. Okay. Helfen. War sehr schnell unterwegs. Dieselregen wird auch fleißig gesammelt. Wenn wir bei 50 Cent haben wir plus 10%, glaube ich, irgendwo unsere Nahrungsproduktion. Müssen wir nochmal gucken. Die Echsen sind erledigt mit den Proviantpaketen. Hält uns irgendwas davon ab, die jetzt nicht zu liefern? Bekommen neue Echsen. Fatale, nö, wir liefern das jetzt schon. Und wir müssen uns noch ein paar neue Aufträge aussuchen. 24 Ackerflächen, easy. Feldfruchtpakete mag ich nicht. 150 Olds, easy. Proviantpakete kriegen wir eher hin. Ich glaube, die Einwohner brauchen wir nicht so zwingend. Bauernpaket, ja. Hey, lieber WB, schön, dass du da bist. Ja, Regenschirm ist Pflicht. Wir nehmen mal das. Da können wir dann wieder Proviantpakete und gleich einstellen. Da haben wir das auch schon erfüllt. Und Werkzeuge sind teuer. Sieb zu produzieren ist schwierig und Baumaterialienpakete können wir auch nicht so gut machen. Freizeit, Bier,
wir das noch schaffen. Mal gucken. Das gucken wir uns gleich an. Gummistiefel. Hat jemand Gummistiefel für WB? Du bist nicht gut ausgestattet, mein Lieber. Im Regen immer bitte Schutzausrüstung parat haben. Einen neuen Entwurf dürfen wir uns wählen und es sind auch neue Ankömmlinge da. Wir fangen erstmal mit dem Entwurf an. Ja. Schenke, Tempel oder Echsenhaus? Da gibt es jetzt bei den Tempel und bei der Schenke gibt es zu beachten, dass es aktive Effekte gibt. Zum Beispiel, indem man hier Bier ausschenkt, würde man Freizeit erfüllen. Oder hier, indem man, ich glaube, Weihrauch einsetzt oder Wein, bekommt man entsprechend Religion. Ansonsten kann man auch für Bildung sorgen, für Pergament. Sakrament der Flamme, gucken wir uns mal an. Wenn wir aber drei Leute dort arbeiten, dann ist die Opferung besser. Das brauchen wir nicht. Das schließen wir einmal. Die Schenke. Wenn wir hier drei Leute einsetzen, dann haben wir Spielmannsgeschichte und wir kriegen plus drei auf die allgemeine Entschlossenheit. Das will ich unbedingt haben, liebe Leute. Bier, Wein, Mütze. Ihr wollt doch, ich weiß, ihr geht euch alle nach Bier. Und wo, wenn nicht in der Schenke, kriegt man das Bier. Echsenhäuser könnte man auch argumentieren. Müssen wir aber mühselig bauen, habe ich keine Lust zu. Wir nehmen die Schenke und die wollen wir natürlich auch sofort bauen. Und sofort. Ja, mitten rein in unser Wohngebiet, würde ich sagen. Hier soll sie entstehen. Gut, dass wir gerade noch ein paar neue Einwohner bekommen. Hier bekommen wir 7, hier bekommen wir 5. Dann nehmen wir die 7 Einwohner, da haben wir genügend Arbeitsplatz, oder? Brauchen wir die 7? 45 Steine brauchen wir so gar nicht. 10 Fleisch, Stoff, Ziegel kann uns, glaube ich, eher helfen. Erstmal, kaum ist WB da, schon geht hier das Vergnügen los, Leute. Schaut mal, wie jetzt die Entschlossenheit steigt, weil wir inzwischen hier die Nahrung, die Kleidung haben. Das ist gut. Und wir haben eine Lichtung noch entdeckt. Kleine Lichtung hier vorne mit einem kleinen Lagerplatz, den wir ja auch noch öffnen wollen, ne? Haben wir gesagt. War das nicht irgendwo? Versteck? Lagerplatz? Ich hoffe es doch. Alter Lagerplatz als Versteck oder haben wir hier was falsch gemacht? Ich weiß es gerade nicht. Wir sind ja auf jeden Fall hier gerade auf Stufe 2 gesprungen. Das ist nicht so hübsch, weil das wiederum die Entschlossenheit verringert. Gucken wir uns mal gleich an, wie wir das noch machen können. Erstmal hier, was können wir hier machen? Mehr Einwohner will ich nicht. Eier ausgeben? Nee. Fleisch bitte hinbringen. Fleisch. Fleisch ganz schnell hinbringen. Ganz schnell hinbringen, zur Zitadelle schicken. Bevor das Fleisch noch aufgefuttert wird. Was können wir machen gegen die Feindseligkeit, Leute? Achtung, der Feind, der... Ja, der wird immer düsterer und dunkler. Und keiner traut sich mehr von euch in den Wald reinzugehen. Was können wir machen? Wir können weniger Holzfäller beschäftigen. Wir können die Königin ungeduldiger werden lassen. Wir haben viele Dorfbewohner, die auch sterben könnten. Wir müssen auf jeden Fall wieder ein paar Hütten bauen. Das können wir auf jeden Fall mal machen. Unterkünfte. Hier am Feuer. Eine. Wie viele brauchen wir? 3 Stück brauchen wir. Dorthin. Und... Da ist die Schenke fertig, Leute. Freiwillige vor. Wer von euch möchte gerne Spielmannsgeschichten austauschen? Wer von euch ist ein guter Geschichtenerzähler? Nur diejenigen jetzt bitte melden, denn euch werde ich dann hier entsprechend einsetzen. Dann könnt ihr dort ja, tolle Effekte auslösen. Thank you.
Oh, Menschen. Ja, gut, dass ihr Menschen seid. Menschen wollen wir hier drin haben. Die kriegen dann noch einen Spezialisierungsbonus fürs Brauen. Bier haben wir leider nicht. Können wir leider noch nicht herstellen. Bräuchten noch Fässer und Brauereien und so weiter. Luxus können wir auch noch nicht herstellen, aber wir können für die Spielmannsgeschichten sorgen. Ja. B verschenkt Geschenke in der Schenke. Wo haben wir noch Menschen übrig? Freiwillige vor. Am Lagerplatz. Hier im Erntelager. Hier können wir mal eine Echse einsetzen. Die wird bestimmt gerne diese pflanzlichen Stoffe sammeln. Und dann holen wir uns mal den dritten Menschen und aktivieren. Ihr habt es unten auch gesehen. Das ist hier, was dazugekommen ist. Die Spielmannsgeschichten. Damit bekommen wir plus 3 auf die allgemeine Entschlossenheit. Das ist schon mal gut. Wenn wir hier über die 30 rüberkommen, dann hätten wir es geschafft, dass wir wieder ein passives Einkommen haben. Hier haben wir eine gefährliche Lichtung erforscht. Was haben wir hier gefunden, Leute? Schlammmuschelbrutmutter, mal wieder lecker. Lehmflachs, Meerboden, das Versteck, das wir auflösen wollen. Ein Tischler, eine dampfende Maschine. Die dampfende Maschine hört sich gefährlich an. Eine alte, aufgegebene Regenpunkmaschine. Instabile Regenwasserdämpfe erfüllen das Gebiet. Oh, es droht hier eine Entladung. Es kommt zu einer Explosion. Und da wird dann alles zerstört. Furchtbar. Reparieren. Wie kriegen wir das Ganze repariert? Dann hätten wir einen behelfsmäßigen Extrahierer. Könnten wir machen. Wir können das auch niederreißen. Ist eigentlich egal, wie wir es machen. Wir könnten das mit Sturmwasser, Sommerwasser und so weiter niederreißen und mit Brettern. Oder wir reparieren das Ganze mit Teilen und wir können es gar nicht reparieren. Haben nichts zum Reparieren da. Es wird niedergerissen. Kraft meines Amtes mit Sommerwasser, denn Nieselregenwasser wollen wir bunkern und mit nichts genug. Ziegeln tendenziell. Beiden Echsen kümmern sich darum. Müssen wir auf die Ziegelproduktion warten. Weiter geht's. Ja, ein Bauarbeiter ist leider gestorben. Das ist schade. Das war der dunkle Pakt, den ihr euch ausgesucht habt, liebe Leute. Jetzt ist wieder was passiert. Das finde ich leider ein bisschen unübersichtlich im Spiel. Man hört immer akustisch, es ist irgendwas passiert. Man fragt sich dann, was ist denn jetzt so passiert? War es das kleine Lager hier? Ich glaube, es war das kleine Lager hier, wo wir jetzt fleißig den Bernstein einsammeln. Die Menschen produzieren jetzt wieder Entschlossenheit. Kriegen wir das bei den Bibern auch irgendwie hin? Kekse haben sie. Ja, Kleidung. Ah, das wird über die Kleidung automatisch kommen. Kleidung haben wir denn gerade so? Sind das die Verbrauchsartikel? 0. Der Tuchmacher muss noch mehr Gas geben. Das hier. Haben wir genügend Tücher dafür? 20 Stoffe haben wir. Ah, jetzt geht das hier schön los. Wenn wir es jetzt noch schaffen würden, die Echsen hier zufriedener zu machen, was können wir denn dort machen? Höchstens was einkaufen. Pasteten würden helfen. Dörrfleisch könnte auch helfen. Pasteten noch mehr. Das wäre gut. So, alle haben sie jetzt wieder Wohnraum und der schöne Sommer ist da. Es darf geerntet werden. Die Luxusgüterpakete werden gebaut. Wir brauchen noch ein Versteck, Leute. Wo kriegen wir das dritte Versteck her? Hier ist der Tischler, den haben wir noch. Das ist kein Versteck, ne? Doch, das ist aus Tier haben wir das Versteck. 7 Werkzeuge brauchen wir dafür.
Für 0,75 Reputation nehme ich auch gerne mit. Müssen wir. Ach, wir gehen mal zum Tischler. Hier ist auch ein Tischler. Und wir haben unseren eigenen Tischler hier unten. Werkzeuge. Kriegst du das irgendwie hin, Werkzeuge zu produzieren? Mit kristallisiertem Tau. Ja. Dann bitte Werkzeuge produzieren, bis wir 10 Stück haben. Wir können auch noch ein paar Biber mehr arbeiten. Dürfen wir jetzt ruhig mal ein bisschen Gas geben. Denn die Luxusgüter brauchen wir auch. Proviantpakete werden auch produziert. Freizeit und Bier. Ah, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob wir das schaffen. Das klappe ich uns nochmal wieder ein. Momentan geht es den Leuten gut. Das Erntelager hier ist fertig. Das ist schade, aber wir haben Gott sei Dank hier oben noch ein bisschen was gefunden. Für unsere Tuchproduktion. Wir brauchen mehr Flachsfelder. Da sollten wir uns gleich jetzt mal überlegen, wo wir die herbekommen. Gibt es hier Flachs? Hier gibt es keinen Flachs. Hier gibt es Flachs. Dahin. Gibt es da auch ein Versteck? Im Zweifelsfall. Das wäre auf jeden Fall noch eine Lichtung. Es gibt auch ein Versteck. Dann, lieber Holzfäller, einmal hier rüber bitte. Und das mache ich mal weg. Primär bitte einmal hier einen Pfad durchbauen. Unser drittes Versteck schon, na, das ist ja gut. Aber ein Versteck mehr hilft uns bestimmt noch. Hier wird jetzt repariert. Sehr schön. Ne, es wird niedergerissen. Diese dampfende Maschine, die wollen wir nicht haben. Wir bekommen jetzt 0,57 Reputation pro Minute. Sie macht 0,25 Ungeduld pro Minute. Das sollten wir doch schaffen. Tempel. Haben wir gesagt, wollen wir eher nicht. Wir könnten Menschenhäuser bauen. Könnten wir machen. Wären wir lieber als Echsenhäuser die Tuch verbrauchen. Ein paar Menschenhäuser bauen. Letzter Entwurf, in der Tat. Letzter Entwurf. Aber Menschenhäuser, 6 Stück bräuchten wir. Könnten wir sogar welche abreißen. Ich weiß nicht, ob man die überbauen kann. Leider nicht. Das ist sehr schade. Ein paar Menschenhäuser. Mal ein Menschenhaus hinsetzen. Und wenn das da ist, dann können wir das nächste abreißen und so weiter. Die werden dann noch zufriedener, weil Achtung, sie werden schon wieder unzufriedener. Warum? Irgendwas nicht passt. Keine Pastete, keine Freizeit, kein Haferbrei. Egal. Cool wäre es, wenn wir hier runterkämen. Können wir irgendwas machen, indem wir Opfer bringen, zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn wir ein bisschen Holz einfach opfern. Wir haben jetzt einen erhöhten Holzbedarf. 40 Holz pro Minute wird jetzt mehr verbraucht. Aber dafür sind wir jetzt wieder auf Furchtstufe 1. Oder Feindseligkeit 1. Könnten wir erstmal machen. Aber wir müssen natürlich aufpassen. Achtung! Dass uns das nicht ausgeht. Aber ein bisschen was auf der hohen Kante. So, luxuriöse Lieferung kann abgeschlossen werden. Kommen nochmal 4 Dorfbewohner. Mehl wird mehr produziert, das ist gut für unsere Kekse. Denn Nahrung geht so langsam runter. Leider verbrauchen die Leute relativ viel. Kekse geht aber noch. Vielleicht brauchen wir doch ein weiteres Kochhaus. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir gucken mal. Mehl sieht eigentlich gut aus. Kräuter sehen auch gut aus. Wir bauen ein zweites Kochhaus, Leute. Kann das gut hin? Aber hier sind die Steine nicht abgebaut worden. Hier vielleicht.
Aber hier wollen wir den Weg nach unten anschließen. Das ist alles ärgerlich. Ja, hier geht's noch hin. Etwas falsch ausgewählt. Hier hin. Ach, ist schon gemacht. Habe ich schon, alles klar. Ein weiteres hierfür. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen mit der Nahrung. Ne? Wann kommt der nächste Händler? Was ist denn da? Zork kommt in 7 Minuten. Also mit anderen Worten, nach dem nächsten Sturm. So lange sollten wir aber noch durchhalten. Das erste Menschenhaus fertig. Da steht es. Ein weiteres Menschenhaus. Das ist doch gut. Schön hin. Hier rein. Jetzt sind wir schon wieder auf Stufe 2. Also jetzt brauchen wir, wir können das natürlich noch endlos nach oben treiben. Aber das, oder dreimal, bis zu dreimal kann man das nach oben treiben. Das ist schwierig. Das machen wir jetzt mal nicht. Aber die Menschen essen mir momentan ein bisschen zu viel. Warum sind die denn so hungrig, sagt man. Ist ja richtig garstig. Das so kurz vor Schluss. Schaut mal, wir haben schon richtig viel Reputation zusammengesammelt. Wir brauchen noch ein Versteck. Hatten wir das nicht schon hier oben irgendwo am Laufen? Wir hatten noch keinen hier eingesetzt. Wir könnten es auch aufbrechen. Ich glaube, aufbrechen gilt auch, oder? Geht schneller. Da haben wir Steine für, haben wir genug. Andererseits wäre das schön, wenn wir hier das mit dem Tischler. Produzierst du denn inzwischen mal ein bisschen Werkzeug? Ratter, weil wir keinen Tau haben. Ja, dann können wir jetzt lange auf die Werkzeuge braten. Das wäre zwar super schön, es wäre fast der Sieg mit den 0,75 Punkten. Andererseits bekommen wir ja auch Punkte dann dadurch, dass wir das dann aufgebrochen haben. Ja, die Reputation ist gleich voll. Mal sehen, ob unsere Leute noch in Hungersnot kommen. So, haben wir jetzt das Kochhaus fertig. Alle müssen ran hier und wir müssen natürlich dieselben Einstellungen haben wie hier. Equipment brauchen wir erstmal nicht. Kekse bitte mit Priorität, bis wir hier 50 haben. So, der Sturm ist da, Furchtstufe 2. Jetzt laufen alle langsamer. Und jetzt machen wir Folgendes, liebe Leute. Jetzt fangen wir an, wieder zu opfern. Wir haben genügend Holz auf der hohen Kante. Ich sag mal, dass das nach dem Sturm automatisch abschalten soll, damit dieser Effekt hier nicht eintritt mit dem bebenden Sturm. Wohnraum haben wir Gott sei Dank eh genug für alle. Aber das ist jetzt quasi unser Schutzsymbol hier. Oh, wir können auch Seedingsens. Ja, gute Idee für Produktion. Das kann man auch machen. Seemark. Arbeitsgeschwindigkeit für Lichtungseignisse um 25% erhöht. Das wollen wir ja gerade machen. Und Öl haben wir gar nicht genug. Da haben wir auch nicht genug, dass das wirklich lohnt zu opfern. So, aber wir sind ja hier bei den Lichtungseignissen durchaus am Arbeiten. Hier zum Beispiel. Das Versteck ist geöffnet worden. Auftrag bitte abschließen. Noch mehr Leute, die wir ernähren wollen. Gerne. Dann sind wir kurz vorm Sieg. Wir brauchen noch die letzte Lichtung. Hier. Dort doch mal, mach doch mal hier bitte den letzten Baum weg.
die letzte Lichtung bitte aufdecken. Es läuft ja wieder weg. Er hat drauf rumgehackt, aber noch nicht den Baum abniedergeschlagen. Es hakt an einem anderen Baum rum. Da ist es. Hier haben wir jetzt Flachsfelder, Lehmvorkommen, Seemark, aufgegebenes Versteck und eine Fischmenschenhöhle. Ist uns aber alles egal, weil wir jetzt Meister der Erkundung geworden sind. Wir das jetzt liefern, wir würden auch besser kristallisierten Tau produzieren, noch ein bisschen Beute bekommen. Wir liefern das an unsere Königin und haben gewonnen. Nächster Schwierigkeitsgrad, check. Stufe Nummer 4 freigeschaltet. Wow. Haben freigeschaltet neue Zitadellen-Upgrades. Ein Gildenhaus können wir jetzt bauen, standardmäßig. Genauso wie eine, oder als Gildenwurf zumindest, dass wir es auch bauen können. Eine Clanhalle. Uralte Sitten. Ausführende Brennerei werden wir bauen können. Ein sättigendes Gericht als Grundstein zur Auswahl. Rebellischer Geist ebenfalls. Kann dann zufällig zugelost werden, dass wir den in den Pool an den Auswahlmöglichkeiten haben. Und ein sicherer Hafen kann ebenfalls dazu kommen. Sehr schön. 70 Erfahrungspunkte, 25 Nahrungsvorräte, 2 Siegelfragmente bekommen und ganz viele Taten abgeschlossen. Hervorragend, hier sehen wir die Punkte. Knapp 800 Punkte haben wir bekommen. Gut gemacht. Wir gehen zurück zur Weltkarte und stellen fest, Timberhold hieß die Stadt. Am nächsten Mal müssen wir der Stadt wieder Namen geben. Vorher wollen wir bestimmt noch der schwelenden Stadt einen Besuch abstatten. Und dann kommen wir doch hier den Fragmenten bzw. Dem Fragezeichen durchaus näher. Ja, und wo wir hingehen werden, sehen wir dann beim nächsten Mal.